Hallo, liebe Yogis, wir gehen heute in eine Yogastunde, die die Stimmung aufhellt, dem Trübsinn entgegenwirkt. Und ich glaube, das können wir alle ganz gut gebrauchen. Ich beginne wie immer mit einer Meditation. Es wird eine sanfte Yogastunde sein, also alles ganz leichte, gut mitmachbare Übungen. So wie ihr mögt, sitzen oder liegen. Die Hand innenflächenweise nach oben, auch um sich selbst die Offenheit zu bestätigen, sich jetzt einzulassen auf diesen Augenblick, auf mögliche Veränderungen, die sich ereignen mögen, auf sich selbst. Bei geschlossenen Augen einige sanfte, ruhige Atemzüge schöpfen. Mit jedem Einatmen sich selbst bestätigen. Ich bin mir des Einatmens bewusst und mit dem Ausatmen sich selbst bestätigen. Ich bin mir des Ausatmens bewusst. Zunächst hilft es, den Atem derart gedanklich zu begleiten, um ihn sozusagen zu flankieren, ganz bei der Sache zu bleiben und zu einem eigenen Zeitpunkt wird es möglich sein, auch dann bei der Wahrnehmung des Atems zu bleiben, wenn er nicht mehr gedanklich begleitet wird. Einfach nur noch die Gewissheit, das deutliche Spüren zeigt sich dann. Ich atme ein, ich atme aus. Zunächst zeigen sich die offensichtlichen Empfindungen in den Atemwegen, als Bewegung im Körper, an der Bauchdecke, im Brustkorb. Und mit dem genaueren Hineinspüren zeigt sich dann auch das weniger offensichtliche, zartere, ganz subtile Empfindung und auch Seeleneindrücke von einem in Empfang nehmen und loslassen, von Fülle und Leere,
von Friedlichkeit und Ruhe. In den Atem hineinspüren, sich des Atems bewusst bleiben, die ersten oberflächlichen Empfindungen durchdringen, in die tiefere Natur des Atems hineinfühlen. Beginnen mit der sensibleren Wahrnehmung des Atems, den Geist zu klären. Der Atem darf im Mittelpunkt stehen, alles andere verliert sich wie nicht. Und das, was im Atem zu erleben ist, leuchtet noch etwas intensiver auf, wird lebendiger erfahren. So fühle ich mich atmen, so erlebe ich mich mit dem Atem. Und womöglich öffnet sich ein Zugang dazu, sich wohl zu fühlen mit dem zart dahinfließenden Atem. Schon etwas sensibilisiert und zur Ruhe gekommen, werden wir noch etwas gründlicher in der Klärung des Geistes, indem wir Gründe dafür finden, dankbar zu sein. Diese Gründe dafür, dankbar zu sein, können aus der Vergangenheit oder aus der Zukunft kommen. Gründe aus dem alltäglichen Leben. Aber vielleicht ist es auch möglich, in diesem Augenblick jetzt, in dem wie es ist, Gründe dafür zu finden, dankbar zu sein. Und damit die Dankbarkeit, die den Geist klärt und klärt, konkret ist, einige Sätze formulieren, die immer wieder beginnen mit "Ich bin dankbar für", "Ich bin dankbar dafür". Ich bin dankbar dafür. Diese Sätze immer wieder neu zu Ende bringen, neue Gründe finden, weitere Gründe finden.
Womöglich gibt es einen Grund dafür, dankbar zu sein, der in besonderem Maße im Inneren widerhallt, eine besondere Überzeugungskraft hat. Dafür bin ich wirklich dankbar. Versuchen dann, dieses Gefühl der Dankbarkeit aufrechtzuerhalten. Womöglich verursacht es auch schon ein inneres Lächeln. Und so kann die Dankbarkeit dann auch Freude verursachen. Ganz zart, wie ein inneres Aufhellen. Und bleiben in der Dankbarkeit, die Freude verursacht. Als eine Seelenhaltung, als eine innere Verfassung, die ihre Wirksamkeit entwickeln darf. Die Dankbarkeit und die Freude, in welcher Intensität auch immer, ist nicht nur da, sondern indem sie da ist, ist sie auch wirksam. In der Position eines stillen Beobachters nun zuschauen, was verändert sich, wenn ich erlaube, dass Dankbarkeit und stille Freude in mir wirksam sein dürfen. Was löst sich, was öffnet sich, was klärt sich? Wie verändern sich die Körperempfindungen? Wie verändert sich meine innere Einstellung? Wenn Dankbarkeit und natürliche stille Freude in mir wirksam sein darf, beeindruckbar sein, zuschauen.
jede positive Veränderung wertschätzend annehmen all das Gute, das sich in diesem Moment zeigt, als Information in den Körperzellen aufnehmen gleichzeitig den Körper fühlen und sich der angenehmen Veränderung bewusst sein und durch die Gleichzeitigkeit in der Wahrnehmung nimmt der Körper die neue Schwingung und Stimmung in sich auf vielleicht mit einem inneren Lächeln. Nun sanft den Atem absichtlich wieder vertiefen, langsam mit dem tieferen Atmen in Bewegung kommen, so wie es angenehm ist, sich regeln und strecken. Und wir beginnen im Liegen mit Pavanamukta, denn Pavanamukta ist eine sehr simple und wunderbare Übung, um Druck und Spannung rauszunehmen, auch psychische Last rauszunehmen. Und zwar entlasten wir nach unten hin. Könnt euch das vorstellen, immer wieder, wenn wir die Übung zu Ende bringen, wie das nach unten weg fließt. Treffen uns also in der Rückenlage. Füße sind geschlossen, damit sich die Lendenwirbelsäule dem Boden annähert. Die Bauchmuskeln aktivieren, Kinn ist herangezogen. Und dann legen wir schon los, das rechte Bein. Tief ein, heranziehen, festhalten, das Schienbein festhalten. Aus Kopf hoch, bleiben hier, nochmal tief ein. Nicht atmen und schaukeln hin und her, Kopf und Knie schön dicht zusammen. Zum eigenen Zeitpunkt. Wenn die Luft verbraucht ist, in der Mitte bleiben, ausatmen, ausstrecken und dann ablegen, gut durchatmen. Noch einmal, rechtes Knie tief ein, heranziehen und festhalten. Aus Kopf hoch, bleiben hier, nochmal tief ein. Nicht atmen und schaukeln, hin und her, Kopf und Knie, schön dicht zusammen. Wenn die Luft verbraucht ist, in der Mitte bleiben, ausatmen, ausstrecken und ablegen, gut durchatmen. Nochmal rechts, ein, heranziehen, festhalten, aus, Kopf hoch, sehr tief ein, nicht atmen, schaukeln, hin und her. Wenn die Luft verbraucht ist, in der Mitte bleiben, ausatmend ausstrecken und durchatmen. Rechte, linke Seite vergleichen. Möglicherweise hat sich die rechte Körperseite schon gefühlt ausgedehnt, ist etwas weiter geworden, erlaubt
dass schon etwas mehr zum Fließen kommen darf. Gehen dann genauso in die andere Seite, die Füße schließen, das linke Knie tief ein, heranziehen, festhalten. Aus Kopf hoch, bleiben hier, nochmal tief ein. Nicht atmen und schaukeln, hin und her, Kopf und Knie schön dicht zusammen. Rechte Ferse bleibt am Boden, nicht in der Luft baumeln lassen. Ausstrecken, wenn die Luft verbraucht ist. Tiefes Durchatmen kommt von selbst. Nochmal links tief ein, heranziehen, festhalten, aus, Kopf hoch, sehr tief ein, nicht atmen und schaukeln, Schultern weg von den Ohren, nicht die Schultern hochziehen. Wenn die Luft verbraucht ist, ausstrecken und durchatmen. Letzte Runde, links ein, heranziehen. Aus, Kopf hoch, sehr tief ein. Nicht atmen, schaukeln, hin und her. Wenn die Luft verbraucht ist, ausstrecken und locker lassen. Augen ruhig zu und am Boden entlang einige Male den Kopf hin und her drehen, mal zur rechten, mal zur linken Seite. Kann sein, dass durch das Kopfheben unnötige Spannung im Nacken entstanden ist und das lösen wir wieder mit dem Drehen des Kopfes. Wenn der Kopf dann wieder in der Mitte liegt, zieht bitte die Knie nochmal heran, die Knie fassen und schaukeln ein bisschen auf dem Rücken, die Knie kreisen lassen oder auch einfach pendeln. Wenn ihr im Nacken locker seid, bewegt sich womöglich der Kopf von alleine so ein bisschen mit. Lassen den Rücken dann schön flach am Boden, schütteln nochmal Arme und Beine aus, Arme und Beine senkrecht hinauf und ganz lose, locker ausschütteln. Schultern können mitmachen. Ganz lose, könnt den Po auch ein bisschen hin und her bewegen. Locker, 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 locker. Dabei könnt ihr die Hände auch im Raum hin und her bewegen. Jetzt rutscht mir der Ring ab. Locker, 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 locker. Ganz bequem, findet eure Methode, wie ihr da ausschüttet. Locker, 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 locker. Okay. Legen dann Arm und Beine wieder ab, kleinen Moment, liegen, spürt bitte, wie der Körper das beantwortet, fließt, pulsiert. Und dann drehen wir uns um, linke Arm hinauf und drehen uns über die linke Seite auf den Bauch, in der Bauchlage die Hände aufeinander legen und die Fußspitzen
Kippen zusammen, Fersen auseinander und versucht hier sehr flach zu liegen, sich nicht heben im Schultergürtel und ganz flach liegen. Geben dem Becken dann etwas Schwung, so dass die Beine ganz locker mit in Bewegung kommen und vielleicht bewegt sich der Nacken auch ein bisschen wie Pudding, ganz locker den Schwung durchgehen lassen. Lassen das Ganze ausschwingen und im Stillhalten noch einmal in das Bild gehen, wie alles Unangenehme, all das, was zu viel ist, all das, was schmerzlich oder anstrengend empfunden wird, in die Erde abfließen zu lassen. Ein bisschen wie Tauwasser, Belastung, Ärger, Reibung, Widerstand abfließen lassen. Wechseln dann von dieser großen Lockerheit auf eine gewisse Spannkraft, dafür die Füße ganz schließen oder parallel halten, die Arme nach vorne ausstrecken. Stirn in Richtung zum Boden. Die Stirn muss nicht am Boden abgelegt werden, aber das Kinn so heranziehen, dass eine Dehnung entsteht über den Nacken. Und um auch über den unteren Rücken eine leichte Dehnung zu verursachen, mit den Knien, mit den Oberschenkeln so ein bisschen Druck zum Boden geben, in Verlängerung der Wirbelsäule nach unten streben und nach oben. Und von hier gehen wir dann in die simplen Armhebungen. Erst alle Luft raus, aus, etwas Druck auf die Knie, den rechten Arm tief ein, noch etwas weiter strecken und heben, kurz halten und aus, ab. Legen, andere Seite, linker Arm, tief ein, lang strecken und heben, halten und aus, ablegen, rechter Arm, tief ein, strecken, heben, Spannkraft im Rücken spüren und aus, ablegen. Ein linker Arm lang und heben, halten, Kopf runter und aus, ablegen. Rechter Arm tief ein, ausgestreckt und heben, Kinn herangezogen und aus, ablegen. Linken Arm tief ein, strecken und heben, Kinn herangezogen. Aus, ablegen, einmal zwischendurch atmen, heben das diagonale Bein dazu, rechten Arm, linkes Bein strecken und heben, kurz halten, aus, ablegen, einmal zwischendurch atmen. Tief ein und aus, dabei bewegt sich der Rücken. Andere Seite, linker Arm, rechtes Bein, tief ein, heben, halten. Aus, hinunter, einmal zwischendurch atmen.
Beim Durchatmen bewegt sich der Rücken. Rechter Arm, linkes Bein. Tief einstrecken, heben, halten. Aus, ablegen. Einmal zwischendurch atmen. Linke Arm, rechtes Bein. Tief einstrecken und heben, halten. Aus, ablegen, einmal zwischendurch atmen. Rechter Arm, linkes Bein tief einstrecken, heben, aus, ablegen, einmal zwischendurch atmen. Ein linker Arm, rechtes Bein, heben und aus, ablegen. Einmal zwischendurch atmen. Aus, locker lassen, Fersen kippen zu den Seiten, Hände aufeinander, Stirn darauf. Und gib dem Becken dann bitte noch einmal Schwung, ganz locker lassen. Schultern locker, Nacken locker. Die Stärkung bleibt, aber die übermäßige Spannung nehmen wir aus dem Rücken raus. Locker, 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 locker. Lassen das Ganze ausschwingen, liegen einen Moment, so wie der Körper still liegt, wieder die Gelegenheit zum Loslassen nutzen, sich selbst darin bestätigen und gedanklich unterstützen, im Geiste gut zusprechen, all das loszulassen, was es einem schwer macht, das Unangenehme ist, es abfließen lassen in die Erde, in einer Bereitschaft, auch nicht wieder darauf zurückzukommen, sondern es ein für alle Mal loszulassen. Noch einmal durchatmen, halten die Fersen dann wieder parallel bzw. geschlossen und für die Oberkörperhebung, die uns in die Situation bringt, über den Tellerrand zu schauen, etwas mehr für möglich zu halten, die Hände neben der Brust abstellen. Nicht neben den Schultern, nicht neben dem Gesicht, neben der Brust. Die Ellbogen ziehen in Richtung zur Taille, nach unten schauen, Kinn herangezogen. Und in den ersten Hebungen machen die Hände und die Arme noch gar nichts. Es geht lediglich darum, die Kraft im Rücken zu spüren, die es ermöglicht, sich zu erheben, und aus einer bis jetzt bestehenden Perspektive in eine neue Perspektive zu kommen. Im Augenblick schauen wir noch nach unten, wieder etwas Druck geben, mit den Knien, mit den Oberschenkeln zum Boden. Erst alle Luft raus, aus, aus, aus und langsam tief ein, aus, Rückenkraft, den Oberkörper heben. Dann nach vorne schauen und aus, hinunter, Kinn herangezogen, einmal zwischendurch atmen. Der Rücken bewegt sich durch das Durchatmen. Nochmal tief einheben, aus Rückenkraft, nach vorne schauen, sich den Rücken stärken. Und aus, hinunter, einmal zwischendurch atmen. Nochmal tief ein, hinauf.
mit der Wahrnehmung der starken Rücken sich selbst bestätigen, ich kann über mich hinauswachsen. Aus, hinunter, einmal zwischendurch atmen. Wieder tief ein, hinauf, komm aus Rückenkraft. Und in der höchsten Hebung helfen die Arme ein bisschen nach. Und aus, ablegen, Kinn herangezogen, einmal zwischendurch atmen. Wieder einheben aus Rückenkraft. Weiter einatmen und helfen die Arme ein bisschen nach. Und aus, hinunter, einmal zwischendurch atmen. Noch einmal tief einheben aus Rückenkraft. Immer noch ein, helfen die Arme etwas nach. Und aus, hinunter, einmal zwischendurch atmen. Wieder tief ein, hinauf, komm jetzt ganz hinauf. Aus Kraft der Arme ganz hinauf und bring den Po nach hinten zu den Fersen. Und bleiben nach vorne gelehnt. Ihr könnt die Oberschenkel auch etwas zu den Seiten nehmen, grätschen. Lange Arme und bleiben hier. Kopf sinkt. Atmen in den Rücken, die ganze Länge des Rückens spüren. Vom Kreuzbein über den unteren Rücken, mittlerer Rücken, Nacken bis zum Schädel, den Atem durchgehen lassen. Diese Haltung hier, Dharmika Asana oder auch Virashashanga Asana, wird meistens übersetzt mit Demutshaltung, wobei die Demut hier nicht verstanden werden soll als etwas, das einen kleiner macht, sondern als eine Haltung, die einen bereit sein lässt, sich dem Augenblick zu stellen, bereit zu sein, anzunehmen, von Augenblick zu Augenblick zu Augenblick. Letztendlich das ganze Leben mit den unzählig vielen unterschiedlichen Situationen und Aufgaben und Herausforderungen, sich immer wieder bereit zu erklären, dem zu begegnen, sich nicht klein machen, sondern bereit erklären, mit allem umzugehen. Kein Weglaufen, kein Ausweichen, ein Einverstandensein, ein Loslassen von Widerständen. Ein inneres Okay. Ich lasse mich ein. Okay. Heben dann langsam den Kopf, nach vorne schauen, gerade Rücken. Komm mich hinauf zum Sitzen oder auch in den Kniestand, so wie es die Beine mitmachen. Bleiben einen Moment sitzen oder auch knien, beobachten, wie
Klarheit entsteht im Kopf. Ganz gleich, ob nun sitzend oder kniend, gehen wir in die Rückbeuge. Augen auf, die Hände hinten fassen, könntet also auch von hier aus reingehen und ziehen mit den Händen nach hinten unten, während wir hochschauen, bleibt lang im Nacken, nicht den Kopf nach hinten fallen lassen. Im Kniestand sollte das dann so aussehen, dass ihr das Becken nach vorne schiebt, Hände ziehen nach hinten, hochgucken, Augen ruhig auf. Bildhaft in den Himmel schauen, das Bestmögliche erwägen, ein Meer von Möglichkeiten, auf das wir uns einlassen können und worauf wir uns freuen können, weitere Entwicklungen, die dazu einladen, gelebt und erlebt zu werden. Ein Blick in den Himmel. Nehmen dann den Kopf zurück. Kommen so zum Sitzen, wie es gut geht, mit Kissen, Bänkchen oder auch auf den Füßen. Könnten auch die Beine ausgestreckt sein oder im Schneidersitz sitzen. Sprechen die oberen Energiezentren an, heben tief ein die Arme hinauf. Hände flach aufeinander und aus, Hände auf das Schädeldach. Ruhiger Atem, Augen ruhig zu. Die Hände über dem Kopf sind ein bisschen wie eine Flamme oder wie ein Pfeil, der zum Himmel zeigt. Das für möglich halten. Gute Entwicklung vor Augen haben, erwägen. Ein Hauch von Druck auf die Hände, Ellbogen ziehen etwas nach hinten. Noch einmal tief ein. Aus die Hände vor die Stirn, klarer Geist, der unterscheiden kann, das Nützliche vom Unnützlichen, das Heilsame vom Unheilsamen, um sich immer wieder zu dem zuzuwenden, was als gut und richtig erkannt wird, das Liebenswerte, das Lebenswerte, das Wesentliche, das Schöne und Gute, dem man bereit ist, sich zuzuwenden und immer wieder die Weichen stellt auf das, was man möchte und nicht auf das, was man nicht möchte. Ganz klar vor Augen haben. Ich kann das Gute erkennen und ich entscheide mich auch immer wieder für das Gute. Ich kann das Gute erkennen und ich entscheide mich auch immer wieder für das Gute. Nochmal tief ein. Aus die Hände vor der Kehle. Sprechen das Energiezentrum an der Kehle an, den individuellen Selbstausdruck, Kraft der Sprache und hegen den Wunsch, dass über unseren Ausdruck, in welcher Form auch immer, als Wort, als Tat, geschrieben, wie auch immer, Gutes zum Ausdruck kommt. Zum eigenen Wohl und zum Wohl aller. Ein klarer, wahrhaftiger Ausdruck dessen,
was an Gutem hervortreten möchte. Möge meine Art und Weise zu sprechen liebevoll, nützlich und wahr sein. Und möge mein Tun liebevoll, nützlich und wahr sein. Noch einmal tief ein. Aus die Hände vor dem Herzen halten. Die Handhaltung spricht das Herz an und das Herz antwortet mit seinen Stimmungen und Schwingungen, seinem Wunsch nach liebevoller Wärme und Freundlichkeit, Wohlwollen und Mitgefühl. Indem wir die Herzenseigenschaften bewusst machen, spürbar machen, beginnen sie augenblicklich auch nach außen zu wirken, auszustrahlen. So schaffen wir uns selbst ein Feld, einen Raum von herzlicher Wärme. Ein Wohlfühlraum, ein Herzraum. Und das tut einem selbst gut. Und das tut in der Begegnung auch den Mitmenschen gut. Liebevolle Wärme strahlt wie ein Licht aus der Mitte der Brust und erfüllt den Raum um den Körper. Dieser liebevolle Herzensraum bleibt, auch wenn wir die Handposition lösen, atmen nochmal gut durch. Aus, loslassen, lösen auch den Sitz, die Beine ausstrecken, ausschütteln. Damit es leichter ist, sich aufzurichten, die Gesäßhälften so ein bisschen zu den Seiten nehmen, setzt man ein bisschen gerade, stellen den rechten Fuß auf, überkreuzen nochmal rechts über links, mit dem linken Arm das Bein fassen, rechte Hand tippt hinten zum Boden und drehen dann tief ein zur rechten Seite, zur Seite oder sogar nach hinten schauen. Ruhiger, tiefer Atem, hochstreben mit dem Schädeldach. In der Drehung ruhig ein inneres Lächeln aufnehmen, vielleicht auch ein äußeres Lächeln. Sich selbst im Drehsitz gleichzeitig stabil und kraftvoll wahrnehmen und wunderbar beweglich und wendig. Kraftvoller, starker Rücken, der in sich ganz beweglich ist. Augen ruhig zu. In aller Ruhe zieht die Aufmerksamkeit durch den Körper, um möglichst viele Einzelheiten wahrzunehmen und all dem, was da wahrgenommen wird, mit Freundlichkeit zu begegnen, mit liebevoller Wärme sich selbst gegenüber, dem Körper gegenüber. Annehmend, wohlwollend,
gütig. Wenn es schwierig ist, eine solche Herzenshaltung sich selbst gegenüber zu bewahren, während die Aufmerksamkeit durch den Körper geht, könnte zu Hilfe der Gedanke wiederholt werden: Ich liebe und akzeptiere mich so, wie ich bin. Ich liebe und akzeptiere mich so, wie ich bin. Ich liebe und akzeptiere mich so, wie ich bin. Die Akzeptanz sich selbst gegenüber braucht keine Bestätigung von außen, ist sich selbst genug. Das im Frieden Stehende mit sich selbst wird dann auch dem Umfeld zugutekommen, ist überhaupt nicht egoistisch, sondern kommt allem zugute. Noch einmal tief ein. Aus, wieder alles zur Mitte, strecken die Beine aus, schüttelt auch ruhig nochmal aus. Kleinen Moment, Hände neben den Hüften, Augen zu, rechte und linke Körperseite vergleichen. Vielleicht zeigt sich nochmal das Phänomen, dass die rechte Seite an Weite und Offenheit, vielleicht auch an Wärme gewonnen hat. Gehen dann genauso in die andere Seite, links über rechts, fassen mit dem rechten Arm das Bein, linke Hand tippt hinten zum Boden und drehen dann tief ein, nach links, ruhiger, tiefer Atem, Schultern runter, wenn ihr euch unsicher seid, ob die Schultern unten sind, könnt ihr auch noch mal rückwärts kreisen, dann kann man das besser feststellen, wo überhaupt hinten unten ist. Schädeldach strebt hinauf. Sitzbeinhöcker sind gleichmäßig belastet, suchen die Verbindung zur Erde ganz stabil, ausbalanciert. Starker, kräftiger Rücken, der wahrgenommen wird, durch das nach hinten ziehen der linken Schulter, Schulterblätter nähern sich an. Die Aufmerksamkeit schweift dann in aller Ruhe durch den Körper. Ich liebe und akzeptiere mich so, wie ich bin. Die Empfindungen dürfen so sein. Der Körper darf so sein. Ich darf so sein. Sich selbst den Wind der Ablehnung aus den Segeln nehmen. Ich liebe und akzeptiere mich. So, wie ich bin, mit allem, was dazugehört. Widerstände schmelzen dahin, die Selbstannahme führt in den Frieden mit sich selbst, keineswegs in die Erhöhung, sondern kommt auch allen Mitmenschen zugute. Jeder Mensch, der sich selbst liebt und annimmt, mit allen Ecken und Kanten, ist eine Bereicherung, ein Geschenk für alle anderen Menschen und ermutigt dazu,
dass auch die anderen Menschen in ihre vernünftige und dankbare Selbstliebe finden. Ich liebe und akzeptiere mich, so wie ich bin. Noch einmal tief ein und aus, wieder alles zur Mitte. Hände neben den Hüften, Augen zu, bleiben einen Moment. Das Fließende spüren. Fließen lassen, Wärme in der Tiefe des Körpers und an der Oberfläche. Und rollen dann ab, Augen auf, wer mag, kann schon die Decke nehmen, wenn ihr eine Decke habt, deckt ihr euch zu, rollen in die Rückenlage ab und nach dem eigenen Empfinden nochmal in eine beliebige Bewegung kommen, vielleicht nochmal ausschütteln, vielleicht nochmal die Knie einzeln heranziehen oder auch beide Knie. Vielleicht nochmal schaukeln. Vielleicht nochmal ausschütteln. Und dann findet bitte in eure bequeme Haltung. Fußspitzen kippen locker zu den Seiten, Arme bequem neben dem Körper. Und bei geschlossenen Augen den Körper von Kopf bis Fuß wahrnehmen. Getragen von der Erde, sich selbst noch einige Male bestätigen. Die Erde trägt mich. Die Erde trägt mich. Ich kann mich fallen lassen. Die Erde trägt mich. Über die Kontaktpunkte zum Boden fließen noch vorhandene Spannungen ab. So wie sich ein Kind auf dem Arm tragen lässt, sich ganz fallen lässt, sich selbst von der Erde tragen lassen, geborgen halten lassen. Der Körper wird ganz weich. Um den Körper herum nun ein Feld visualisieren, das ist wie aus Licht gemacht, ein Lichtoval um den Körper herum. Und dieses lichtvolle Kraftfeld schwingt in der Frequenz von Freundlichkeit und Liebe, eine gütige Wärme, die den ganzen Körper umhüllt
Sicherheit schenkt und es möglich macht, noch vertrauensvoller loszulassen. So, dass der Entschluss gefasst werden kann, für einen Moment alles loszulassen. Kein Festhalten mehr, keine Kontrolle mehr. Ein vollständiges Gelöstsein, wie transparent, durchlässig. So, dass diese Atmosphäre von liebevoller Freundlichkeit den Körper ganz und gar durchdringen kann. Liebevolle Wärme um den Körper herum. Liebevolle Wärme im Körper, in jeder einzelnen Körperzelle, überall. Jede Körperzelle, die die Information von liebevoller Zuneigung empfängt. Wird schlagartig befreit von allem Schattenhaften. Denn das Trübe kann der Liebe nichts entgegensetzen, so wie sich die Dunkelheit auflöst, wenn das Licht hineinfließt. Bis in die entlegensten Winkel bahnt sich die lichtvolle, liebevolle Wärme einen Weg tief in den Körper hinein, auch in solche Bereiche, die im Unbewussten liegen, die im Schatten liegen, Vergessenes, Verdrängtes, Vermiedenes, einfach alles wird berührt von der Gegenwart liebevoller Wärme und darin geborgen werden wir erneuert. Und gestärkt und entsteht die Bereitschaft, sich allem Äußeren auch gerne wieder zuzuwenden. Denn die Kraft ist im Inneren gegeben, mit allem umzugehen. Diese wunderbare höchste Kraft ist die Liebe, die bereit ist, in Kontakt zu kommen, sich einzulassen. Kein Ringen, kein Kämpfen, voller Frieden, eine Bereitschaft, sich einzulassen. Wunderbar einfach, sehr schön, eine Möglichkeit, sinnvolle Wege zu finden, in jeder Situation. Lassen
noch für einige stille Momente diese Bereitschaft im Inneren reifen. Ich bin bereit, mit allem umzugehen. Ich trage die Liebe in mir. In aller Liebe kann ich auch gute Wege finden, mit allem umzugehen. Sich selbst durchaus vor Augen haben, in den verschiedenen Situationen. Wie es gelingt, tätig zu sein, zum Ausdruck zu kommen, getragen von der liebevollen Wärme, die im Inneren ist, für einen selbst und für die Mitmenschen eine Freude. Vielleicht hat sich sogar eine gewisse Vorfreude entwickelt, nicht nur eine Bereitschaft, mit allem umzugehen, sondern eine Vorfreude, sich auf das Äußere einzulassen. Diese innere Einstellung nehmen wir mit in die nach außen gerichtete Wahrnehmung, beginnen etwas tiefer zu atmen, kommen dann langsam mit dem tieferen Atmen wieder in Bewegung, so wie es angenehm ist, sich regeln und strecken. Gehen in eine kleine Affirmation mit Jhana, Mudra oder auch mit Namaskara, Mudra, die Augen schließen. Und nur, wenn du es magst, sprichst du mit oder denkst auch mit, bestätigst dir selbst: Ich trage Liebe in mir und darum bin ich bereit, mit allem umzugehen. Ich trage Liebe in mir. Und somit bin ich bereit, mit allem umzugehen. Ich trage Liebe in mir. Und somit bin ich bereit, mit allem umzugehen. Hüllen uns nochmal in den Klang Om. Atmen vollständig aus, 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 aus und tief und ruhig ein.
Dann verneigen wir uns nochmal. Wir haben alle etwas zu geben, sowieso. Jeder seine eigenen Fähigkeiten, Eigenschaften. Aber wir haben alle diese ganz besondere Fähigkeit von Liebe zu geben. Und das ist so ein großer Grund, sich einzulassen auf das Leben, weil wir das mitteilen können, dass wir uns wirklich glücklich schätzen können. Und diesen Wunderanteil zu haben, Liebe verschenken zu können, als ein Wort, eine Geste, eine Tat, eine Hilfestellung, die man geben kann, gibt dem Leben sofort Sinn und Erfüllung, und jeder Tag ist dafür gut genug geeignet und jeder Augenblick eine Chance, das zu erleben, wie viel mehr Strahlkraft ein Augenblick haben kann, wenn etwas Liebevolles hineinfließen darf. Also in diesem Sinne, gutes Gelingen und viel Freude am Strahlen lassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und für meinen lieben Mann, der das Video bearbeitet, winke ich, dann weiß er, jetzt ist vorbei.